Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Mission hier an 7 Days to Die. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Sind wir wieder zu viert hier? Ja. Juhu. Ja, unser Meisterkoch. Da in meinem Revier. Oh, da ist eine Schreierin. Wo seht ihr? Was ist eine Schreierin, bitte? Wenn die schreit, dann holt sie Verstärkung. Oh ja, da. Ich habe daneben getroffen, sie hat geschrieben. Ah, da unten. Jetzt haben wir vom Haupteingang habe ich noch eine. Die räume ich auf. Hallo. Klappen gehen. So, gehen fertig. Oh, jetzt wieder hungrig. Na, klasse. Oh ja, stimmt. Das mal nicht. Hallo? War ich zu langsam? Ja, viel zu langsam. Spät? Viel zu langsam. Aber hier sind noch welche ums Eck. Komm, hier. Denkt euch, hört doch mal. Was machen denn diese Viecher hier auf dem Dach? Welche Viecher? Na, hier so ein Zombie. Wie kommt denn der hierher? Wie kam da ein Zombie aufs Dach? Ja, weiß ich nicht, er steht da in meinem Lagerfeuer. Lol. Was? Okay. Also der gehört da echt nicht hin. Okay, dann. Der will gegrillt werden vielleicht. Der ist wohl irgendwo durchgebrochen, Moment. Ah, da steckt jemand in unserer Falle. Aufräumen. Okay, also hier draußen sehe ich jetzt keinen. Zack. Wir hatten zu spät, ne? Ein kleines bisschen. Wir hatten so eine sexy Krankenschwester in der Falle. Was ist das? Jetzt ist die Musik wieder weg, okay. Ja. Ein Spion. Ich hab da noch so ein Büchlein beim letzten Krankenhausaufenthalt gefunden. Soll ich das mal vorlesen? Ja. Ja. Okay. Stand jetzt nur geteilte Spieler-EP. War wohl irgendwie Erfahrungspunkte. Okay. Ich brauch Nitratpulver. Ja, das haben wir ja hier oben, ne? Ja, aber ich habe ja schon, glaube ich, eingesammelt. Ich guck nochmal durch, ob irgendwas für. Wir haben ja auch ein paar Gläser. Huch! Erschreck mich doch nicht so. Was ist passiert? Ein paar Gläser haben wir dir auch mitgebracht. Ja, die habe ich schon gesehen. Die habe ich schon in der Hand. Schimmeliges Brot. Lecker. Das will ich jetzt nicht. Ach, Wurzel? Ja. Ein Kaffee mit Schlagsahne, bitte. Aber bitte mit Sahne. Der liegt doch schon in der Kiste drin und der müsste auch schon kalt sein. Also kannst du ihn dir reinhauen. Oh, super. Eine Kaffeelatte kalt. Eiskaffee. Ja, macht natürlich Ausdauer. Wieder her schon 20%. Ne? Okay. Ja, wenn ich mal drauf. Nee. Nein, nee, ist nichts. Nee, jetzt gucke ich unten nachher noch. Okay, achso, ja, warte, der Hammer, ne? Ja, was? Ja, wir haben einen aufmerksamen Zuschauer gehabt hier, der Pierre. Ja, wir haben ja den Hammer gesucht, wie bekloppt, vor ein paar Folgen. Ja. Und einer unserer tollen Zuschauern wussten dann genau noch, wo der Hammer versteckt. Wo genau, da ist er auch. Haben. Ja, die haben auch mehr Durchblick als wir, also ganz ehrlich. Hast du uns hier mit Durchblick erlebt? Da. Also der ist tatsächlich da, ne? Also klasse, wirklich. Nicht aber schlecht. Pulver haben wir nicht. Was für Pulver? Ne? Jetzt komme ich nicht in den Schrank. Moment. Das ist das Einzige, wo ich jetzt noch durchsuchen muss. So, nee. Was mache ich denn jetzt? Dieses Nitratpulver, wenn ihr das findet, mitbringen, sonst gibt es keine weiteren. Ja. Wenn ich das richtig im Kopf hatte, habe ich das irgendwo mal abgebaut gehabt. Ich weiß noch nicht mehr wo. Okay. Es war ganz, ganz am Anfang. Irgendwo habe ich das rausbekommen. Jetzt mache ich erstmal hier Platz, dass ihr umziehen könnt. Nee, oben tue ich jetzt mal einpflanzen. Thema umziehen. Du willst dann hier aufräumen, richtig? Warte, ich komme nochmal. Wo bist du? In der Schmiede. Ja, ich mache jetzt die Regale hier weg. Diese Eisen. In der Truhe ist noch was drin. Warte, das nehme ich raus. So, jetzt? Dann müssen wir gucken, dass wir diese Wand hier zumachen. Ja. Weil ich glaube, auf Durchzug steht Wurzel nicht so gerne. Nö, ist auch richtig. Loch so. Und ein Loch da oben in der Decke und dann ist es hier eine Vorratskammer. Oh, da ist ein Loch. Ich gucke nie hoch. Dann gibt es hier eine Vorratskammer. Genau. Aber können wir die Schmiede bewegen? Weil da sind jetzt halt. Nein.
17.000 Leben zum Beispiel drin. Nein, ich mache erst die Kisten und dann packen wir um. Ja, aber das können wir ja nicht rausnehmen. Warum kann man das nicht rausnehmen? Weil wir das verbrauchen müssen. Das ist ja im Inventar der Schmiede. Das müssen wir erst verbrauchen, ja. Dann ja gut, dann schmelzt sich auch nichts mehr. Genau, nichts mehr reinwerfen und wir warten, bis das fertig ist. Okay. Aber jetzt mache ich erstmal Maissamen. Und wo kommt die Schmiede hin? Warte, ich komme runter. Wo bist du denn? Unten? Im großen Saal. Warte, ich komme. An der Säule. So, ich dachte... Ja. Weißt du, hier in die Mitte. Da, du kannst ja hier... ich weiß ja nicht, wie viele man braucht. So, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Keine Ahnung. Kommt immer drauf an, was man vorhat, ne? Also das kann ich dir so auch nicht sagen. Ja. Gut, diese eine Wand brauchen wir halt auf jeden gerne, Fall schon mal. Also diese Wand hätte ich gerne für die ganzen Kisten, Lagerkisten. Ja. Ah, okay, also du willst umräumen. Ja. Strider, kannst du mir dann nochmal eine Schmiede bauen? Dann stelle ich mir die hier unten rein. Ja, muss ich gucken. Warte mal. Schmiede. Okay, 50 kleiner Stein, 60 Lebenbohnen, 10 Leder, 3 Klebeband. Okay. Müsste hier in der Truhe noch rumliegen. Ansonsten habe ich auch noch was in dem Inventar. So, 3 Klebeband mache ich mal da. Dann Eisenrohre nehmen wir die Hälfte. Was denn? Da ist was von der... Was habe ich denn da gefunden? Ein muffiger Rucksack? Hast du ein Geheimversteck gefunden? Ja, aber das war nicht meine Absicht. Aber die Wand ist einfach von der Wand gefallen. Also ist die Wand cool. Ist von der Wand gefallen. Ist doch gut. Ja, aber jetzt habe ich da ein Loch. Ja, aber da ist doch was drin, oder? Das hat sich doch gelohnt, oder? Gefütterter Brustpanzer. Cool. Juhu. Level 6 aber. Mhm. So, warte mal. Stein und Lebenbohnen. Wo haben wir das noch? Nee, da nicht. Also oben auf dem Dach ist nichts mehr mit Stein oder Lebenbohnen. Aber da ist noch Öl, das brauche ich. So. Genau, da kommen die. Jetzt gehe ich aber wirklich anpflanzen. Und hier müssen wir noch eine Tür einbauen, Hasebär. Die hat irgendjemand gemobst oder war da gar keine? Also zwei Türen brauchen wir auf jeden Fall. Nee, drei Türen. Also hier eine. Hier eine. Ja, Türen kannst du ja selber bauen. Da musst du ja nichts geskillt haben, glaube ich. Das müsste gehen. Ja, hier ist eine. Guck mal, hier ist schon eine Tür drin. Das ist ja toll. Okay. Lebenboden habe ich gefunden. Ich brauche Stein. Stein habe ich jetzt nirgendwo gefunden. Müsste noch da sein, weil ich habe keinen mehr im Inventar. Nirgendwo Stein. Ach, da. Voll übersehen. Okay. 600 Steine oder so müssten es noch sein. Ja. So. Okay, alles klar. So, Schmiede. Schmiede wird gebaut. Eine, bitteschön. Mein Herr. Ach, geschmiedetes Eisen, das brauche ich jetzt mal. Ich muss jetzt mal mopsen hier. Okay. Oh, ich verhungere. Jo. Wenn du wieder oben bist am Lagerfeuer, sagst du dann kurz Bescheid? Ja, ich komme jetzt zurück. Eier hat nicht zufällig einen, aber besser nicht. Wir haben aber ein paar noch irgendwo in der Kiste. Gesehen habe ich welche. Ich glaube 6 Stück oder so. Kohle hatte keiner von euch zufällig, ne? Doch. Ja? Ja, ich habe welche. Oh, das ist toll. Kannst du mir... Ach, warte mal, was war das? Ah, 56 Kohle, hier unten auch noch. Okay. Ich kann auch nochmal Kohle abbauen. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie weit. Oh nein, das wollte ich gar nicht. So. 2 Räder bauen. Meiste Sachen. Geht nicht. Ich bräuchte Maiskolben, dann kann ich noch Maissamen machen. Okay. Und? Lecker, nochmal Lebenband. Ach, komm schon. So. Achso. Kartoffeln. Kartoffelsaat. Ja, bitte. Geht nicht. Mist, wir haben eine Kartoffel zu wenig. Mensch. Mensch. Das
Was machen wir da? Ja, du, wenn wir Gemüse finden, ich ziehe jetzt gerade immer Samen raus und dann setze ich das hier oben ein. Mhm. Wurzel, schau mal, da hat es zwei. Nee, ich hau jetzt erstmal die drei rein und dann gucken wir mal. Eins, zwei, drei. So, jetzt müsste ich eigentlich keine Samen mehr haben. Nee. Was ist, Wurzel, wenn du hier eine Maispflanze erntest? Wie viel Samen kriegst du raus bei einer Maispflanze und wie viel krieg ich raus? Warte. Achso. Nicht testen. Hast du zwei. Ich habe zwei, genau. Okay. Aber du kannst keine Samen ziehen, ne? Also du hast jetzt Maiskolben gekriegt. Ich habe Maiskolben gekriegt, ja. Und keine Samen? Nein. Okay. Was hältst du davon? Gib mir mal die Maiskolben. Pflanze noch ein. Hey, wer schießt hier? Das bin nur ich. Ich hab die da unten auf dem Boden gesehen. Danke. Droht Gefahr oder schießt du einfach nur just for fun? Nur just for fun auf den Zombie. Also nichts Wildes. Rezepte. Samen. Okay. Immer noch ein zu wenig. Aber ich glaube, erntetechnisch müsstest du, Melle, mehr rauskriegen als wir. Ja. Wollte ich jetzt ausprobieren, aber egal, machen wir beim nächsten Mal. Mein lieber Meisterkoch, hast du vielleicht noch etwas für mich zum Essen? Ja, gleich. Wir gucken, okay, ob wir auf der Straße irgendwo Maiskolben noch finden nachher. Ja, ich habe hier noch vier. Farm. Und drüben ist auch eine Farm, aber hier sind auch noch vier in der mittleren Kiste. Mittlere Kiste? Ja. Ah. Ich brauche bloß einen davon. Eigentlich. Guck mal, ich habe hier Eichensamen für dich. Wurzel, willst du die drei Maiskolben noch irgendwie anbraten und ich, Na, wenn sie über sind, dann nehme ich. Was soll ich damit jetzt? Wenn sie über sind, dann nehme ich sie. Ja, und die, wo ich jetzt oben noch habe, jetzt habe ich fünf Stück. Ich brauche nämlich fünf Stück, um Samen rauszuziehen. Das ist echt blöd. Ich brauche fünf Maiskolben, um ein bisschen Samen zu kriegen. Ist auch der Hammer, oder? Fünf Maiskolben für einen Samen. Hm. Aber die kommen ja anscheinend immer wieder dann, die Pflanzen. Ja, schauen wir mal. Also unten habe ich einmal abernten können und dann sind die nachgewachsen. Wenn ich die jetzt nochmal abernten kann, mal gucken. Da so. Drüben blüht schon der Kartoffel, die Kartoffelpflanze. Mal gucken, wann sie fertig ist. Habt ihr gerade viel zu tun oder könnt ihr mal zum Eingang kommen? Wir können zum... Also ich kann zum Eingang kommen. Ich brauche noch was zu essen. Und dann, ja. Oh, guck mal ins Lagerfeuer. Ah, okay. Kann ich mir da einfach das Fleisch nehmen? Ja, ja. Wo super. Bist du denn am Eingang? Ja, ja, du musst am Eingang stehen bleiben. Ich komme gleich, aber ich habe eine Überraschung für euch. Oh, nee. Überraschung? Oh, nee. Lass dich. Das geht doch nie gut für uns, oder? Oh. Ja. Ich sehe hier... Oh, ja. Oho. Was siehst du? Jetzt wird's gefährlich vor der Haustür. Hä, wieso? Er hat Stacheln gesetzt. Ach so, ja, ich hab Stacheln gesetzt, ja. Genau, das war ich nicht. Das ist nicht meine Überraschung. Nee, das zeigt ihr euch. Ich wollte einfach nur nochmal einen zweiten Sicherheitsring um unseren Eingang ziehen. Wo ist denn die Überraschung? Seid ihr alle da? Ja. Ja. Seid ihr alle da? Ja. Warte, ich komme über die Brücke. Über die Brücke. Ein Fahrrädle. Das ist ein Fahrrad. Hast du auch so eine kleine Klingel? So ein Kling-Kling? Oh, es fällt um. Ah. Ja. Ein Ständer hast du vergessen. Das erste Fahrrad ist fertig. Jo. Ich hab Alex hat Ständer gesagt. Alex hat einen Ständer. Okay. Ja, das ist das erste Fahrrad. Ich mache natürlich noch drei weitere. Das kann ja wenn jetzt jemand mal eine weitere Strecke muss. Oh Gott, die hupt. Das kann ja hupen. Dann kann er sich das Fahrrad mal mitnehmen. Okay. Das ist ja cool.
Oh Gott. Also wenn du zum Beispiel mal in die Wüste musst oder so, dann kannst du einen abstrampeln. Oh, das ist ja merkwürdig zu fahren. Naja, gewöhnungsbedürftig. Also die Lenkung ist... Ups. Die Lenkung ist ein Ups? Ja, erlenken tust du mit der Maus. Ach so, okay. Ja, das erklärt, warum die so komisch ist. Ah, aha. Ja, das ist merkwürdig. Aber du kommst deutlich schneller in die Wüste zurück, weil deine Ausdauer, glaube ich, nicht so weggeht, ne? Ja gut, du kannst halt einfach ganz normal entspannt fahren und dabei regeneriert sie sich sogar. Genau. Also, wie ist denn das bergauf? Der Shift-Taste kannst du halt... Ein Fahrrad kommt selten allein. Ach guck, sogar bergauf funktioniert das super. Mm. Kann man damit hüpfen? So geile Tricks machen? Nee, kann man nicht. Ich gucke jetzt nochmal alle Dinger hier durch, ob da noch irgendwelche Kunststoffsachen sind oder so. Ah, da. Das ist doch aber ein E-Bike, so wie ich da am Berg hochrutsche. Das ist mal ganz ehrlich. Vielleicht. Guck mal, ich habe da noch eine Kaffeebohne gefunden. Ja, dann nimmst du rauf. Haben wir da einen Parkplatz? In dem Schrank hier, Schatz. Da ist die Kaffeebohne. Ich habe keinen Parkplatz jetzt. Einfach vorne abstellen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass damit irgendwas passiert. Glaube ich nicht. Wissen tue ich es aber nicht. Hm. Mit dem kann man sogar rückwärts parken. Melle, möchtest du Kaffeesamen machen? Momentan haben wir keine... Doch, wir haben noch Beete frei, ne? Weil dann würde ich jetzt keinen Kaffee kochen, dann nimm dir mal die Bohnen aber da raus. Ist Kaffee Stück. Wichtig oder eher Essen? Twyla wollte essen. Kaffee haben. Ich glaube, er würde auch Wasser trinken. Ja. Weil ich habe jetzt noch, es sind noch ein paar Beete frei. Und da gucken wir, dass wir Samen finden von Essenssachen. Mhm. Was hältst du davon, Wurzel, wenn wir hier auf der großen Fläche, wo du jetzt stehst, alles voll machen mit Essensbeeten? Und weiter oben können wir dann auf der kleinen Fläche die, weißt du, Tee. Was waren das jetzt? Die Teesachen so an. Pflanzen. Na gut, für Tee würde ich jetzt, das wächst so. Also das ist Chrysanthemengelumpe, das wächst so. Und wenn wir hier eine Leiter hinbauen könnten, dann kann man hier unten auch noch was draufsetzen und das Loch hier zumachen, weißt du? Mhm. Hä? Hä? Jetzt muss ich gerade mal was ausprobieren. Ich hoffe, ich habe nachher kein Loch. Aber das sieht so verdächtig nach Versteck aus oder sowas. Aha. Hm. Okay, aber ich mache jetzt erst unten weiter. Ich glaube, ich nehme die Teile hier oben ab. Dann haben wir eine gerade Fläche. Ich sollte Abrissunternehmerin werden oder sowas. Das liegt mir total. Na dann. Melle Enterprises. Ja. Merkwürdig. Ja, ich kann tatsächlich noch mal ein weiteres Fahrrad bauen. Also wir haben dann nachher zwei Fahrräder. Yay. Schon mal stehen dann. Das ist doch schon mal praktisch. Also gell, wenn jemand Maisfeld findet... Oh, die Nacht kommt. Ich stehe vorne im Maisfeld. Also in der Wurzel steht bring auch mit. Eine Maisfeld. Bring mit, ich mache Samen draus und die eine Hälfte machen wir Samen, die andere Hälfte machen wir direkt verkochen, verbraten, was auch immer. Melle will schon wieder Samen haben. Ach, immer. So, wer kommt denn da? Hallo? Wer kommt? Es hat hier niemand gekommen. Nur eine kleine Krankenschwester. So, ich habe eine Kohleader gefunden. Oh, das ist schön. Ich bring mir ein paar mit. Auch Kohle? Ja, das ist auch Kohle. Sehr schön. So. Oh, ich hasse die Geräusche, weil ich da nie weiß, ist was oder ist nichts.
Doch, ich höre es. Irgendwo klopft's. Herein. Wo klopfst du? Also ich bin gerade in der... ein Krabbler. Da draußen. Ich hoffe, es ist nur einer. Das musst du rausfinden. Okay. Vor die Haustür. Hallo Krabbler. Wieder keine Ausdauer. Der war aber Wurzel. Aber was hast denn du für einen Wumms hier drauf? Hast du Akku oder sowas? Ein Schlag und das Vieh war tot. Ach, guck an, ich habe noch verfügbare Punkte. Bring ich doch mal meinen Bergarbeiter. Aber ich höre schon wieder was. Das hört sich nach einem Hund an. Ist jemand vor der Türe? Also ich bin vor der Tür in der Falle. Kämpft jemand mit mit Mella? Einem Hund? Ja? Mella. Ich habe Maiskolben. Wo bist du, mein Schatzelle? Oben. Oben. Irgendein Hund macht da gerade Rambazamba da unten. Und irgendwas kaputt. Wo ist das Vieh? Wieso kann ich das nicht kaufen? Ohne Mauer. Achso, das kostet 2. Ah. Danke. Ja. Also die späteren Erfahrungspunkte kosten immer 2. Erfahrungspunkte, um nochmal ein Level hochzukommen. 3 Samen. Rein damit. Wunderprächtig. Es läuft. Rutsche, es läuft. Läuft. 15 Maiskolben, 3 Samen. Jawohl. Ah, der muss hier sein. Irgendwo hier. Wurzel? Ja. Der rote Tee, der macht doch Ausdauer, richtig? Ich glaube, der... Warte. Ja. Okay, ist sehr gut. Haben wir da noch welchen? Ja. Also immer, also ich mache den eigentlich bevorzugt. Also, könnt euch immer... Okay, weil ich würde dann mir ein paar holen. Dann kann ich in der Mine auch mal arbeiten. Dann stehe ich nämlich nicht immer gleich nach 4 Schlägen da. Oh, du hast keine Ausdauer mehr. Kannst du aber auch den Kaffee mitnehmen. Der macht ja auch wieder Ausdauer hoch. Es gibt keinen. Achso. Ach doch, 2-mal, ja. Aber von den 5 sollte ja Melle dann Samen ziehen. Wie viel Mais brauchst du, Melle? Warte, irgendwo häng ich gerade. 5 Stück gibt 1 Samen. Maiskolben. Also 5 Maiskolben, 1 Samen. Wie viele Samen brauchst du? Was die Falle hergibt. 10? Ja, so. Ich habe noch nicht so viele. Wie heißt das, noch nicht so viele Beete. Möglichkeiten zum Einpflanzen. Okay, Mensch, dann bring ich dir mal 10. Wo bist du? Hallo? Irgendwo haben wir Besuch. Da kommt schon wieder einer in meine Falle rein. Nick mehr. Oder auch nicht. Hä? Ich fühle mich gerade nicht sicher. Fucking, wo bist du? Ah, da! Nee. Langsam, mein Fräulein. Liegen bleiben, ich war nicht auf Besuch eingestellt. Ich hab mich aufgeräumt. Schon wieder? Boah, Hilfe! Sind bei dir ein paar Dinger, oder was? Ja, ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Ach, guck
Okay, weißt du ungefähr welche Seite? Ja, Baumarkt. Schmiede. Da hört sich's ganz schlimm an. Das muss. Ich laufe einmal außen rum. Da. Nein, bleibst du draußen? Oh fucking, das sind mehrere. Ich bräuchte Hilfe. 4, 5 Stück alleine. Das schaffe ich nicht. Ach, die sind nicht bei dir drin. Bitte. Ich komm. Oh, eine dicke auch noch. Hau ab, du blöde Kuh. Okay, wo sind die durchgekommen? Wahrscheinlich hier durch den Zaun, ne? Ja. Ist da ein Loch? Ja, hier haben sie aufgemacht. Okay, warte mal. Jetzt bin ich auch nicht infiziert wegen den Dummen. Ich bin auch infiziert, scheiße. Was machen wir noch? Aber nur 2%, das ist nicht schlimm. Ich kann Sprengfallen. Aber die Hunde höre ich auch noch. Wo ist der verfuckte Hund? Der versucht auch irgendwo durchzukommen. Hier an der Mauer hört sich schlimm an. Da ist schon ein Loch in der Mauer. Das ist bestimmt der Hund, der die ganze Zeit schon versucht, hier reinzukommen. Oh. Okay, warte. Ich war draußen was. Okay. Ja, der macht die ganz gut kaputt. Ja. Ah, und dafür braucht man natürlich Beton, ja, du sagtest mal, ne? Ja, ich sag ja schon lange, wir brauchen Beton, mir ist schon ganz dringend. Weil diese Mauer hält viel aus. So, aber das nicht, pass auf, der erwischt dich auch, ne? Von da. Schon richtig cool. Mein Bein ist verstaucht. Ah, ich bin tot. Yeah. Der hat mir das Bein abgefressen. Okay. Aber er ist schon verletzt, du kannst ihn umhauen. Ja, ich geh mal außen rum, ja. Oh, Backe. Oh, jetzt habe ich mir auch noch. Ich bin doch nur gelaufen, hab mir das Knie gebrochen. Nee, was habe ich mir denn gebrochen? Ich habe mich gewundert, ich konnte mich nicht bewegen und dann kam irgendwann, dein Bein ist verstaucht. Dann konnte ich nicht mehr laufen. Ja, ich habe auch ein verstauchtes Bein. Aber nicht fertig gefuttert. Er ist tot. Ja, super Sache. Ich guck mal, dass ich Fleisch vielleicht rauskriege. Oh ja, da gibt Fleisch. Mh, lecker. Ja, was willst du denn von mir? Achso, hast du. Okay. Ich bin kaputt. Oh ja, da kommt einiges Fleisch raus, das ist schön. Zack, fertig. Hat sich dein Tod ja gelohnt, 35 Fleischstücke. Ja, hast du mich auch gegessen, oder? Nö, darf ich ja nicht. Ach man. So, ja, dann war mein Tod nutzlos. Das macht nur einer. So. Loch. Ja, freut er sich. Club der pinken Schuhe, mein Freund. Ja, stimmt. Dann brauchen wir bloß noch Eier, dann können wir ordentlich Speck mit Eier machen. Das wäre mal was. So, Melle, ich habe 75 Mais dabei. Oh, cool. Ich muss mich schön verbinden, glaube ich. Ich suche gerade da. Liegt hinter dir. Wieso wird denn die Infektion immer mehr? So lange wird die mehr, bis du Antibiotika nimmst. Haben wir nicht. Haben wir aber nicht. Also? Haben wir nicht. Ignorieren und sterben. Deswegen sage ich ja, ich empfehle eine Sprengbombe oder irgend sowas. Das heilt jede Infektion. Ich weiß nicht. So, neues Fleisch wird geliefert. Und wir sind auch schon wieder am Ende angekommen für heute. Ich bin da. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.